Hallo und herzlich willkommen zur Andacht in 100 Sekunden. Heute habe ich als Symbol für uns einen Blumenstrauch mitgebracht. Und zwar sind das ein paar ganz besondere Blumen. Sie blühen gerade und ich liebe sie. Ich mag sie anzusehen. Ja, so ist das mit den Blumen. Sie tun gut, wenn uns jemand einen Blumenstrauch schenkt, wenn wir ihn im Haus auf den Tisch stellen und ihn sie dann anschauen. Bewirkt das etwas in uns? Es bringt positive Gedanken und Gefühle, es erhebt die Seele. Im Matthäusevangelium ermutigt Jesus, indem er sagt, dass wir nicht in Sorgen verzweifeln und gefangen bleiben. Dass wir auf die Blumen schauen und dort sagt er: Warum sorgt ihr euch um Kleidung? Schaut auf die Lilien auf dem Feld. Wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht so schön gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und sorgt euch nicht. Wahrlich, die vergangenen Tage und Wochen waren immer wieder voller Sorge und gerade da ist es wichtig, den Blick nicht darin zu verlieren, sondern auf Gott zu schauen, Kraft zu schöpfen, nach seinem Reich zu trachten. Wissend, und wie tun wir das? Wir tun es, indem wir kleine Schritte tun, indem wir uns immer wieder an seine Zusagen, Verheißungen und Versprechen erinnern, indem wir andere Menschen ermutigen und stärken. Dann erfahren wir auch diese Ermutigung und Stärkung selbst. Also, alles Gute, macht es gut und macht euch nicht so viel Sorgen, der morgige Tag wird schon das Seine bringen.